Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der A4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernsthal in Fahrtrichtung Leipzig zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.15 Uhr kam ein Tesla-Fahrer durch den Starkregen ins Schlingern. Dabei traf er einen Kühllaster und landete in der Mittelleitplanke. Der LKW geriet daraufhin ebenfalls ins Schleudern und stieß auch gegen die Mittelleitplanke. Infolgedessen kippte er zur Fahrerseite hin um. So rutschte er noch weitere 50 Meter über die Autobahn und blieb dann quer liegen. Der LKW-Fahrer musste durch die Feuerwehr über die Frontscheibe befreit werden. Beide Fahrer kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die A4 musste voll gesperrt werden. Nach der Bergung des Tesla wurde eine Spur freigegeben, um den Verkehr vorbeizuleiten. Anschließend konnte mit der Bergung des LKW begonnen werden.